Moin Felix, moin John, herzlich willkommen zum Zimmerduell. Wer von euch beiden ist Erster am Buffet? Das ist leider keine Übereinstimmung. Bruder. Was hast du gesagt? Du bist immer der Erste. Immer. Was? Ich bin immer der Letzte. Bist du sicher, Budi? Ja, mach weiter. Naja, okay. Also, leider keinen Punkt. Ihr bekommt pro richtige Antwort einen gemeinsamen Punkt. Zweite Frage. Wer zahlt häufiger Strafen in die Mannschaftskasse? Freunde, wieder keine Übereinstimmung. Ey, Budi! Ich bleibe bezahlt. Ich auch nicht. Ey! Munterputzen weitermachen. Ich mal zusammen jetzt. Ja, du auch, Rudi. So, interessante Frage. Wer hat mehr weibliche Fans? Rudi, ich glaube. Ja, okay. Hast du schon, oder? Ja, ich hab. Ist leider wieder kein. auch so nicht. Keine Übereinstimmung. Okay, aber das ist schon. Das schon, nein. Das ist okay, weißt du? Du denkst, ich hab mehr? Ja. Und ich denk, du hast mehr. Ist okay. Also haben wir einen Punkt? Nein. Leider nicht. Dann ist es egal. Scheiß auf die Punkte. Nein, Brudi. Vierte Frage. Wer ist länger wach? Jetzt ehrlich, bei Gott. Das ist euer erster Punkt. Jawohl, Brudi. Stark. Wer von euch beiden ist schneller genervt? Wir wissen beide, Bruder. Ja, wissen wir? Es bleibt bei dem einen Punkt. Okay, nächste Frage. Wer schiebt mehr Extraschichten im Kraftraum? Euer zweiter Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Wer würde eher in der Wildnis überleben? Hast du gemacht? Mhm. Euer dritter Punkt, herzlichen Glückwunsch. Nächste Frage, wer braucht länger beim Essen? Du weißt, oder? Ja, ich weiß ja. Ehrlich. Okay. Punkt Nummer 4. Ja, Budi. Stark. Wer hat als Kind mehr Faxen gemacht? Schnelle Antwort von John. Ja. Ihr seid nicht überein. Du bist Hamburger Junge. Ja, ich habe mehr Faxen gemacht. Nein. Nein, guck, ich weiß, was du meinst. Er meint schon mich. Müssen wir nochmal den Videobeweis. Ich wusste, dass du mich meinst. Schon, ne? Guck, deswegen meint er doch Hamburger Junge. Ich hab vergessen. Er wird verwechselt, er meint mich. Unser Punkt. Wer von euch beiden ist pünktlicher? Ja, hervorragend. Übereinstimmung. Stabuli. Wer von euch beiden kann besser kochen? Sofort. Ich muss gut überlegen, ja. Sehr, sehr gut. Jetzt läuft's bei euch. Ich koche jetzt für dich auch, okay. Was gibt's? Jollof Rice. Geh mal weiter. Wer von euch beiden ist morgens schlechter gelaunt? Beide gleich gut gelaunt oder beide gleich schlecht gelaunt? Punkt auf jeden Fall für euch. Ist unterschiedlich, ne? Dieses so auf den. Ja, Punkt ist Punkt. Mehr auf den, ja. Muss man nicht weiter gut diskutieren. Dann gehen wir weiter. Wer von euch beiden sieht besser aus? Leider keine Übereinstimmung. Ey, Brudi, wir beide, Brudi. Du nicht, Brudi. Okay, komm, machen wir so, ja. Wer von euch beiden hat den besseren Style? Ist die Frage, wie man das definiert. Felix sagt beide, John sagt John.
Bruder. Diskussion. Ist das dein schlecht oder wie? Hä? Nein, deins ist gut, aber meins ist auf dem besser. Unglaublich, ne? Wie alt bist du? 19. Ja. Junge, swag. Genau das meine ich, man kann das nicht definieren. Das ist dein Swag, ey. Hör auf mit sowas. Auf den Fashion. Wer von euch beiden macht lieber Party? Beide richtig. Okay. Wer isst denn mehr Süßigkeiten? Love Sweets. Hast du? Stehen eure Antworten? Meine steht. Felix sagt beide, John sagt Felix. Oh, sorry, Bro. Digga, ich wollte auch beide machen. Nächste Frage. Wer von euch beiden ist häufiger am Handy? Oder du weißt. Ja. Ja, Punkt. Wer hört mehr Musik? Boah. Punkt für euch. Stark, Bruder. Ja. Stark, Bruder. Wer von euch beiden ist häufiger bei der Behandlung? Budi, du weißt. Ja. Punkt. Gut. Stark. Und wir sind bei der letzten Frage des Zimmerduells. Wer von euch beiden ist früher in der Kabine vor dem Training? Brrr. Budi, du weißt. Was, ich weiß. Du weißt nicht. Doch, doch. Was ich weiß. Denk nach einfach. Also nicht. Egal, entscheide einfach, wie du denkst. Du wirst schon richtig machen. Hast schon? Felix sagt John, John sagt beide. Oh. Ja. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, vielen. Gerne. Danke, danke. Danke.